Ja, herzlich willkommen. Hallo. Zu einem neuen Angehört. Nach ein paar Monaten endlich mal wieder. Fast 3 Monaten ungefähr. Gibt's das jetzt auch endlich mal wieder auf Real Green Tower Games? Plugrumus, dich gibt's noch, ne? Ja, mich gibt's noch. Unglaublich. Und ja, obwohl, ich wollte gerade sagen, dich auch, aber du machst ja... Ja, ich war ja zwischendurch nochmal da. Ja. Ja, genau. Worüber reden wir denn heute, Plugrumus? Es geht um... Hab ich vergessen. Nein, Wolfpack mit Fudge State. Ich weiß gerade nicht, wie man... Ich hab das immer Fugue ausgesprochen. Fugue State? Ja, ich weiß nicht, was richtig ist. Ich bin mir auch nicht sicher. Naja, auf jeden Fall Fugue. Fugue Statte und... Kraftklub mit K. Nee, in Schwarz. Stimmt, in Schwarz. Mit K war das erste. Ja, in Schwarz. Genau. Aber wir fangen ja eh an mit Fugue Statte. Mhm. Ja, ist cool. Ja. So, jetzt kommt... vielleicht willst du erstmal was zu der Band sagen, weil die ist bestimmt nicht so bekannt, ne? Ja, das stimmt. Wolfpack habe ich, wo habe ich nie kennengelernt? Auf YouTube, zufälligerweise. Und das war ungefähr vor einem halben Jahr muss das gewesen sein. Februar diesen Jahres. Bin ich auf YouTube auf die gestoßen und, ja... Ich glaube, das erste, was ich von denen gesehen habe, war Beastly. Das war so der erste Song von denen. Auch der mit den meisten Aufrufen bei YouTube. Mhm. Und ja, was soll ich sagen, ne? Ich war überwältigt. Ich möchte sagen, ich war einfach hin und weg, ja. Ist das eigentlich so eine YouTube-Band? Also ist sie auch durch YouTube bekannt geworden oder so? Nee. Weil es gibt ja auch, es gibt ja manche so. Also den größten. Bekanntheitsgrad hat Wolfpack tatsächlich erreicht durch eine gewisse Aktion bei Spotify. Okay. Und zwar hat sich das so ereignet, das muss, ich glaube, Mai, Juni diesen Jahres war das, da haben sie das leiseste Album, das jemals veröffentlicht wurde, haben sie rausgebracht auf Spotify und das, also ein Track hatte, ich glaube, 2 Minuten oder nicht mal. Und es war einfach komplette Stille drauf. Was war das? Und Sleepify hieß das Album. Und die haben gesagt, die haben ihren Fans dann gesagt, spielt bitte das ab immer auf Dauerschleife auf Spotify, weil wir kriegen pro Aufruf kriegen wir 0, so und so viel Cent. Und dadurch wollten die sich dann halt die Sleepify Tour finanzieren. Und das hat, die haben tatsächlich damit, ich glaube, über $10,000 oder so. Und auf Tour haben die dann auch nichts gemacht, oder was? Also auf Tour nehmen die, glaube ich, nichts ein, aber die wollten nee, halt... Nee, ich meine, das war dann auch nur Stille auf Tour. Ach so, nein, nee, also Gott sei Dank nicht, aber hätte man natürlich so machen können. Ja, das wäre aber lustig, alle sitzen da. Sleepify Track 6. Einfach komplett dann irgendwann Stille. Plötzlich. Ja, genau. Ah, danke. Ja, so verdient man Geld heutzutage. Ja. Naja, auf jeden Fall. Ja, aber ich meine, auf die Idee muss man erstmal kommen. Ne? Ja, ist voll cool. Ja, und die wurden leider dann, also es wurde runtergenommen von Spotify dann. Die hatten das entdeckt. Also Spotify hat das dann runtergenommen, gelöscht. Ja, cool. Und ja, fanden die dann nicht so cool, aber bis dahin hatten die schon recht viele Aufrufe gemacht oder so. Also die, ich glaube, es waren ein paar tausend Dollar oder so. Heftig. Haben die damit mal eben eingenommen und haben so ihre Tour finanziert. Also das ist das vierte Album von denen und ein Album von denen hat auch immer nur 6 Lieder. Ach, das ist immer so? Ja, das ist immer so. Bis jetzt gewesen. Also ein Album, 6 Lieder und das sind auch nicht wirklich lange Lieder, die gehen... Durchschnittlich gehen die 3-4 Minuten oder so. Ja. Und die ersten 2 Alben sind komplett instrumental. Und ja, ich glaube, ich muss erstmal was zur Genre sagen. Ja. Das ist ja so Oldschool-Funk, ne? Funk, die nennen sich ja auch selber eine Rhythm-Section. Es gab ja früher in dieser ganzen Motown-Zeit gab es ja Musiker, die sich dann formiert haben. Also Band hat man da noch nicht gesagt, das waren dann Rhythm Sections,
die aber dann immer einzelne Künstler eingeladen haben. Ah. Also zum Beispiel Aretha Franklin oder diese ganzen bekannten Sänger. Soul, meistens war das dann Soul, Funk. Genau, das waren dann diese Musiker, die total unterbezahlt waren die. Weil wenn man sich mal vorstellt, wie viel die Plattenfirma damit eingenommen hat und die Musiker haben die abgespeist für ein paar hundert Dollar haben die da gekriegt für ein Album, mal eben produzieren, ne? Und die haben damit Millionen gemacht, bis heute, ne? Das ist schon heftig. Da gibt's auch einen guten Film drüber. Habe ich schon ein bisschen her, dass ich den gesehen habe. Standing in the Shadow of Motown heißt der. Okay. Und jedenfalls da knüpft Wolfpack halt an. Also die möchten so eine Formation einfach sein, ne? Die bis jetzt der einzige Sänger ist bis jetzt Antoine Stanley, heißt er, glaube ich. Okay. Ein Schwarzer, der extrem gut singen kann. Mhm. Die sind natürlich ziemlich speziell, ne, Wolfpack. Mhm. Also das ist auf jeden Fall kein Pop oder. Also vor 40 Jahren war es vielleicht Pop in Amerika vielleicht, keine Ahnung. Aber sind auch so ein bisschen Hipster drauf. Ja. Wenn man sich die Videos anguckt, dann mit Filter drauf. Ja, und die Videos sind auch ziemlich cool. Ja, wie er da so komisch rumtanzt. Ja, der Sound ist richtig geil. Richtig geil einfach, ne? Also die Beats, die die machen, beziehungsweise die haben zwei Schlagzeuger, beziehungsweise es sind eigentlich alles Multi-Instrumentalisten. Okay. Außer der Bassist, der spielt nur Bass. Aber extrem geil. Extrem geil spielt er. Vor allen Dingen, ich habe die erst unterschätzt. Also als ich mir Beasley angeguckt habe, denke ich mir so, ja, ist ja ganz nett. So, ne? Ist ja, also ist ganz nett gespielt. Aber wenn man auf die Details achtet, dann merkt man, das ist schon gar nicht mehr so leicht. Und Theo Katzmann, das ist der Drummer von denen. Mhm. Ein Drummer. Achso, sind das Deutsche eigentlich? Nee, das sind keine Deutsche. Nee. Aber die haben sich kennengelernt in einer German Literature Class oder so. Okay. Also irgendwo auf einer Uni. In Michigan war es, glaube ich. Michigan. Ich glaube, es war Michigan. genau. Und da haben die sich kennengelernt und also soweit ich weiß, ist Jack Stratton ist der Gründer eigentlich. Der hatte so die Hauptidee. Genau, eigentlich ein total guter Multi-Instrumentalist. Also der kann eigentlich alles gut spielen. Er kann Drums gut spielen, er kann Bass kann er spielen, Gitarre kann er auch ziemlich gut. Naja, als ich dann die Alben mir angehört hatte, beziehungsweise beim Anhören ist mir dann auch schon aufgefallen, die, wie gesagt, das ist größtenteils instrumentalistisch, ne, ist alles ohne Gesang und so weiter, aber ist sehr 70er, 80er, also... Nee, 80er kann man gar nicht sagen. 60er, 70er kann man eher sagen. Warum habe ich mir das Album ausgesucht? Erstmal, weil es das aktuellste ist von denen. Also das aktuelle, oder? Genau, ist vor einem Monat ungefähr rausgekommen. Nicht mal. Doch, es ist Ende August rausgekommen. Ja. So. Und also das erste Lied ist. Was war denn das erste Lied nochmal? Fugue State. Ja, genau, genau. Das ist der gleichnamige Titel vom Album, ne? Und und ich finde auch das Beste. Ja, ist das Beste, finde ich auch. Oder eins der. Ja, die sind alle geil, aber ja. Das ist auch gut. Also das Coole an dem Stück ist, also es gibt zwei Themen oder es gibt das erste Thema, damit fängt sie an. So, das ist ja der A-Teil und dann kommt noch irgendwie ein B-Teil und danach kommt noch so eine Klassik-Passage, nenne ich das einfach mal, wo die irgendwie, es hört sich so nach Klassik an, echt? Was sie da machen, ja, irgendwie so nach Bach oder sowas, also weiß ich nicht, wenn man sich den Wurlitzer anhört, dann denkt man irgendwie so, hä, was spielt der Bach oder so, also die spielen alle so in dem Schema. Genau, und danach kommt wieder der A-Teil
Und dann kommt dieser Aufbauteil. Ich glaube, der geht 30 Sekunden, 40 Sekunden. Und über diesen Aufbauteil wird voll die Spannung erzeugt. Also man denkt dann am Ende, boah, was kommt jetzt? Eigentlich muss da die Bridge kommen. Und dann kommt einfach wieder der A-Teil. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, Alter, wollte ich mich verarschen? Ich spiele einfach einmal noch den A-Teil und Schluss. So, und deswegen, weiß nicht, das ist irgendwie so musikalische Verarsche, nenne ich das. Weil man erwartet irgendwie, wenn du genau hinhörst, packen die da voll viel Hall dann rein, ne? Und immer lauter wird das Ganze und dann spielen die einfach den A-Teil nochmal runter und das war's. Ich find's einfach geil, weil das hat so einen geilen Flow. Wenn du MP3-Player hörst oder das irgendwie hörst und irgendwo lang gehst, dann musst du automatisch so. Muss immer aufpassen, dass gerade keiner zuguckt. Ne? Und wenn doch, dann muss man halt eine Box dabei haben, damit man wenigstens nachvollziehen kann, warum man so geht. Genau, das zweite war 1612. Ja. Das haben wir auch. Das kommt gleich. Das kommt gleich, ja. Genau. Das einzige mit Gesang, ne? Mit diesem Herrn, wie heißt er noch? Antoine Stanley, oh Mann, ich kann's ja, nicht halt aussprechen. Der, ne? Der Schwarze da. So. Was? Und. Ja. Nee, sag. Nee, ich wollte über den Text reden, weil der so schön ist. Ja. 1612, that's the code to my heart. 1612 star. Das ist der Refrain-Text. Ja, was soll man dazu sagen? Hattest du nicht irgendeine Story zu, wie der geschrieben wurde? Weil ich habe dich gefragt, ob das improvisiert ist und du meintest, das ist ein nee, das war nicht geschriebener Text. Ja, genau. Geschrieben hat den Text Jack Stratton, der, ja, das ist natürlich Nonsens. Ja. Ne? Also, It's a Simis, ich glaube, so geht der Song los. Oder irgendwas mit Honda Civic oder so? Ja, genau, Honda Civic und ganz komische Reime eigentlich. Passt auch eigentlich gar nicht zu dem Song. Also zu der Musik finden. Nicht so richtig. Finden. Ja, aber das passt ja zu nichts. Nee, ist ja, genau. Jetzt rein vom Text her. Ja. Aber, Antoine Stanley singt das halt. Und da denkt man halt, da steckt eine Bedeutung hinter. Ja, er singt das auch mega ernst und nicht so Helge Schneider oder ja, so. Ja, genau. Also der singt das so, als wäre es ernst gemeint. Ja. Und das ist wiederum das Witzige daran. Das dritte war First Place. Ah, genau. Aber weißt du, wo mich das so richtig dran erinnert? Erzähl. An Wave Race für N64. Weil das nämlich genau diese Art, dieses Klavier oder diese Piano-Keyboard-Effekt da. Ach, du meinst ja diesen Stereo-Effekt, ja, ne? Du hast das auch genommen bei Wave Race irgendwann so. Wie so ein altes N64-Spiel. Ja, glaube ich. Das ist sowieso, voll viel hört sich, er hat mich irgendwie so an einen Spiel-Soundtrack oder so erinnert. Krass. First Place. Ich glaube, das war der Song, wo die nachher so. Nee, wo die nachher so abgehen, das bei Sky Mall. Nee, hier auch. Also hier echt? Auch. Okay. Ja, zum Ende hin von First Place. Da kommt halt. Oh, ich finde, das ist irgendwie schon leicht penetrant, das Keyboard, muss ich leider sagen. Das fand ich nicht so cool. Echt? Ja, wo er am Ende so abgeht. Ach so, ja. Und das fand ich halt. Oh. Ich fand alles cool, bis auf den Schluss da. Okay. Den fand ich zu übertrieben irgendwie. Den hat er wahrscheinlich extra da reingepackt, ja, um. Also, das ist lustig. Ich nur gedacht, gut. Well, that escalated quickly. Sky Mall. Ja. Das zu Recht so heißt, weil das könnte echt so im Einkaufszentrum laufen. Ja, stimmt. So richtige Shopping-Musik irgendwie. Aber auch trotzdem funky, ja, durch den Bass so, ne? Mega funky. Ja, und vor allem werden immer schneller, ne? Und am Ende. Ja, das ja, genau. Da muss ich richtig lachen, als ich das gehört habe. Hast du mal das Video gesehen? Nee, ich habe noch gar nichts von den Videos gesehen. Oh, du musst das Video davon sehen, ey. Das ist sehr witzig. Wo der so am Abdancen ist, aber ich darf nicht mehr verraten. Okay. Also, genau. Christmas in L.A. kommt danach. Das ist auch sehr, fand ich sehr lustig, dass da Instrumental hintersteht, weil die ja eigentlich alle Instrumental sind. Aber das gibt's auch mit Gesang wahrscheinlich, ne? Oder nicht? Ja, das weiß oder man ist, nicht. Ist oder vielleicht wahr? Kommt es ja. Achso, ich dachte, das gibt's vielleicht schon. Ach so. Instrumental hinter, obwohl alle wieder instrumental sind. Ja, entweder es gibt das schon oder es kommt auf dem nächsten Album mit einem Sänger. Ja, weil auf jeden Fall merkt man, finde ich, da merkt man viel mehr so Strophe, Refrain, also das ist da viel klarer. Ja, das stimmt. Und da könnte man sich auch irgendwas zu vorstellen, dass da irgendeiner zu singt irgendwie. Ja. Und extrem geiler Drum-Sound auch. Bei dem Stück. Extrem geil. Wie gesagt, das ist natürlich Geschmackssache, ne?
ob man das jetzt mag oder nicht. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum ich so auf die, ich bin ja echt voll abgefahren auf die, ne? Ich habe die ja bestimmt einen Monat nur gehört. Oder fast nur. Ich weiß nicht, die haben einfach irgendwie Feeling. Und man merkt auch, dass denen das irgendwie Bock macht. Vor allem so, wenn die in den Videos immer so rumschreien und so. Ja, und vor allen Dingen, das sind auch so Leute, was ich so cool finde, ist, dass die sich nicht so ernst nehmen. Ja. Also die nehmen es nicht so ernst. Die sind nicht so auf mega Erfolg aus, genau. Sondern machen einfach so ihr Ding. Und das ziemlich gut irgendwie. Also die haben einfach, sind gute, mega gute Musiker. Und also wenn man sich das anhört, dann kommt das irgendwie schon ein bisschen, ja, minimalistisch kann man vielleicht nicht sagen, aber so ein bisschen einfallslos rüber. Weil hier wiederholt sich das auch relativ oft. Oder keine Ahnung, einem fehlt der Gesang oder irgendwas. Ja. Also, aber ich finde, da muss man sich so ein bisschen drauf einlassen. Also, ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ah, gibt's nicht noch ein Lied? Das letzte Lied gibt's auch. Ja, genau. Das ist so chillig, ja. Ja, das chilligste auf dem Album. Wer ist das nochmal? Newsbeat. Mega chillig. Das ist so für mich Autofahrmusik. Ja. So mega chillige Autofahrmusik. Aber das ist echt alles so oldschool irgendwie, ne? Mhm. Ja. Jetzt weiß ich auch wieder, warum mich das erinnert. Kennst du? Hey 19, now we could talk together. Blah, blah, nothing at all. Das ist auf jeden Fall von den Instrumenten und so irgendwie genauso, aber das ist ein mega altes Lied. Das heißt Hey 19. Musst du dir mal irgendwie anhören. Mich erinnert der Sound teilweise an Celebration. Also auch so Disco-mäßig. Okay. Du hast bestimmt auch so was Disco-mäßiges. Nicht, okay. okay, hätte ja sein können. Kraftklub in Schwarz. Ja, Mann. Ja, was gerade auch gerade neu rausgekommen ist, irgendwann im September, ich weiß gar nicht mehr wann. Ich habe mir das einfach mal gekauft, weil ich mir auch das davor schon gekauft habe. Das war ja das Debütalbum von denen mit K. Das Lustige ist, das Album sah genauso aus, nur in Rot, und das ist jetzt schwarz, weil das heißt in Schwarz. Voll lustig, oder? Wie, das, ja, das die Album Hände genauso, sind auch so? Das ist genau dasselbe, das ist nur Rot. Okay, das ist ja einfach. Ja, richtig einfach. Also ich mag die ja sehr, aber Plugumus nicht. Also, das kann ich erklären. Nee, ja, soll ich erst erklären, warum ich die nicht so mag, oder willst du erst erklären, warum du die magst? Ach, fang du mal an. Okay. Also ich habe mir das gestern erst nochmal komplett angehört. Ich sag mal so, die bleiben schon ihren Stil treu, ne? Also das ist, also viele Lieder hören sich ähnlich an. Mhm. Auch vom Schema her ist es sehr popmäßig gehalten, ne? Es ist immer, keine Ahnung, kleines Intro, Strophe, Refrain, Bridge, Refrain, fertig. Mhm. Ne? Okay, dagegen spricht ja vielleicht nicht mal erst was, aber was mich am meisten genervt hat, war eigentlich der Sprechgesang. Also immer eine Strophe. Naja, jedenfalls, also manche Songs von denen waren gut. Ich glaube, drei gute fand ich da. Ja, wir gehen ja drei gute fand ich gut. Drei gute. Aha. Und drei schlechte fandst du gut. Was hatte ich jetzt noch zu kritisieren? Du hattest nur wahrscheinlich zu kritisieren, dass auch die Refrains immer gleich sind.
mit er sagt irgendwas und dann sagt der Chor irgendwas. Und so, ja, genau. Also, ja, es ist halt sehr eingängig, ne? Also das wollen die wahrscheinlich auch. Ja, und ich weiß auch nicht, dass du halt den Sprechgesang so eintönig findest. Vielleicht liegt es auch daran, dass du keinen Rap hörst oder so. Ja, weil, darum liegt das ja, ja in jedem Lied. Ja. Und da ich auch gerne mal ab und zu ein kleines Räppchen höre. Räppchen. Heute gibt es Räppchen. Oh Gott. Ja, ja, fand ich das jetzt nicht so schlimm, aber ich kann es irgendwie auch verstehen, wenn einem das nervt. Und wahrscheinlich könnte ich das Album auch nicht irgendwie mehr als einmal am Tag hören oder so. Ich auch nicht. Ich erst recht nicht. Ja, auf jeden Fall ist es, ja, wer Kraftklub nicht kennt, bei Wikipedia steht irgendwie Rap-Rock, Indie-Rock, Punk-Rock und noch irgendwas. Ja, also da ist es halt irgendwie nur so eine Mischung aus Rap und Rock irgendwie. Ich finde manchmal finde ich das auch schon so ein bisschen Punk-mäßig, vor allem wenn die so manchmal den Refrain so reinrotzen, so, weißt du? So wie unsere Fans haben sich verändert, unsere Fans haben sich verkauft! Die legen halt nicht so viel Wert irgendwie auf eine saubere Melodie oder so, dass sie so das. Verstehst du? Ja. Also die singen das jetzt nicht unbedingt so ganz. Unsere Fans haben sich verändert. Ja, ja, so, da achten die nicht drauf, ne? Ja, stimmt. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, das ist ehrlich, ne? Also, ja, genau. Ne? Gutes Wort. Ehrlich, weil, die weiß nicht, die packen da nicht irgendwie Autotune drüber. Ja, genau. Wie leider zu viele Künstler. Und was machen. Ich auch ziemlich cool finde, live hören die sich eigentlich fast genauso an wie auf dem Album. Also manchmal gibt's das ja, dann sind die live voll schlecht oder so, oder das hört sich irgendwie anders an. Aber das ist halt ziemlich ähnlich, vor allem weil die nicht irgendwelche Instrumente benutzen, die dann auf der Bühne gar nicht machen. Also, keine Ahnung, die Ärzte haben ja in ihren Liedern auch manchmal irgendwelche, keine Ahnung, Klavier oder irgendwelche anderen Instrumente. Und die sind aber nur zu dritt und können das auf der Bühne gar nicht machen. Ja. Ja. Ja, und es geht halt mal ab. Ja, es geht ganz schön ab, das stimmt. Der Sound ist auch total auf Lautstärke, ne? Also Schlagzeug, da brettert der rein wie nix, ne? Gitarre auch voll, also oft verzerrt, ne? Mega, mega Zerre drin. Es hat auf jeden Fall, finde ich, also ich kenne jetzt nicht unbedingt eine vergleichbare Band. Ja, ich kenne jetzt keine Band, die, wo du sagen könntest, ah, hört sich an wie Kraftklub. Ja, stimmt. Also, es gibt's auch gar nicht so Rock und Rap vermischt irgendwie, ne? Das doch, aber nicht so. Ja, ja, okay, es gibt sowas wie hier. Limp Bizkit. Genau, und hier, wie heißen sie? Rage Against the Machine. Genau. Ja. Du weißt alles, was ich sagen will. Ja, das ist irgendwie so anderer. Ja, es ist halt so. Ja. Ja, irgendwie vor allem auch Deutsch. Ja, das hat schon sehr was vom Punk, finde ich. Also ja. Auch dieses rein Gegröle mehr, ne? Oder dieses, dass man den Refrain einfach so mitgrölen kann. Ja, genau. Ne? Und es hat irgendwie auch so ein bisschen Party. Ja. Können wir immer noch auf Partys irgendwie getrennt. Ja, das stimmt. Dann nehmen wir nochmal die einzelnen Lieder. Hier haben wir unsere Fans. Was ich schon mal eins von den besten finde. Ich jedenfalls. Ja, ich auch. Und vor allem, also Kontext. Der Text ist einfach richtig geil. Sowieso, ich finde, der Text ist auf dem Album eigentlich auch das Wichtigste. Weil der meistens, also eigentlich jeder Text ist auch irgendwie ironisch, ist mir aufgefallen. Es gibt irgendwie, also alles, was die da sagen, ist irgendwie ironisch gemeint. So also wie zum Beispiel unsere Fans, was so gegen, oh, die sind jetzt Mainstream, die sind jetzt scheiße und so. Was mich auch immer voll nervt. So wie viele Leute mal sagen, oh, die Ärzte sind jetzt voll Mainstream und Kommerz geworden, die sind jetzt voll scheiße. Ist aber ganz witzig, ne, wie die ihre Fans so auf die Schippe nehmen, ja. Was ja auch die Ärzte gerne machen und gemacht haben. Ist schon, weiß ich nicht, wirkt irgendwie sympathisch, ne? Ja. Also auf eine gewisse Art und Weise. Natürlich kann man sie jetzt auch persönlich nehmen und sein neu gekauftes Album gleich nach dem ersten Lied in die Ecke schmeißen. Ne? Ja, ich glaube, irgendwie habe ich mal gelesen, dass sich da wirklich welche aufgeregt haben, die das irgendwie verstanden haben. Das ist einfach dumm. Ja. Oh Mann, oh Mann. Ja, alles wegen dir, was wir auch gleich noch zum Besten geben werden. Ja. Oder zum Schlechten. Finde ich auch, gehört auch zu meinen Favorites. Weil das ist halt auch irgendwie so, ist auch so ironisch, ne? Und vor allem auch sehr lustig mit, selbst das neue Lied von Beyoncé ist irgendwie geil und selbst die neue Frieda Gold Single. Nein, ist sie nicht. Weil Frieda Gold ist echt so scheiße, Alter. Ich hasse das. Ja, ich auch. Dann haben wir Wie ich. Das fand ich auch ganz cool. Ja, ich erinnere mich.
Ja, ich wäre gern so wie ich. Ein bisschen mehr so wie du. Ja. Hat ja, mich auch ein bisschen erinnert an Porzellan. Oder ist das Porzellan? Du wärst gern wie sie. Nee, stimmt. Du wärst gern wie er. Du wärst gern irgendwer anders. Nee, Hauptsache irgendwer. Ja. Er wäre gern wie sie. Sie wäre gern wie er. Eine Geschlechtsumwandlung. Das ist doch gar nicht schwer. Aber das erinnert oft so vom Text irgendwie an die Ärzte und so, oder? So ein bisschen jedenfalls. Ja. Was auch so lustig ist. Ja, das stimmt. Ja, also man merkt einfach, dass sie viel, viel Ärzte gehört haben, ne? Ja, kommt ja auch in einem Lied vor. Also, da kommen wir jetzt das fahren Urlaub, sagt, ich soll auf die Straße gehen und so. Können wir einfach mal, das ist ja Schüsse in die Luft, was ja irgendwie sozusagen eine Antwort auf deine Schuld ist irgendwie, so ein bisschen, wie er sagt, ne? Stimmt eigentlich. Weil er geht ja auch demonstrieren, aber niemand anders ist da irgendwie. Ja. Und er sagt, Farin Urlaub sagt, ich soll mal auf die Straße gehen. Stimmt. Und, oder ich ziehe in den Krieg, aber keiner zieht mit. Genau. Ja. Das macht irgendwie schon nachdenklich, ne? Ja, was so aus. Also das ist wahrscheinlich, er redet jetzt wahrscheinlich über die jetzige Generation. Ja, genau. Wenn man sich mal überlegt, Geräusch, da war ja deine Schuld drauf. Ja. Ist jetzt 10 Jahre alt, ne? Ja, und vor allem, das Lied ist auch so das gesellschaftskritischste oder eigentlich das einzige. Da geht es ja auch dann hier um Bauer sucht Frau und das, so mein Handy? Die Revolution oder Berlin Tag und Nacht und so. Das fand ich voll cool. Auch noch so gegen diese Scheiße. ja, fand ich cool. Zwei Dosen Sprite, da habe ich irgendwie erstmal den Text gar nicht verstanden. Das ist, dieses Haus ist kein Haus, dieses Haus ist kein Heim. Aber das ist ja irgendwie so gegen roten Teppich und so. Gegen diese ganzen Promi-Veranstaltungen, bei denen die anscheinend ab und zu mal sind, weil sie jetzt ja ein bisschen bekannter geworden sind. Mhm. Und was die aber ziemlich scheiße finden. Und lieber an Silvester alleine zu Hause sind, als irgendwo bei diesen Veranstaltungen. So, und bei 2000 Sprite, ne? Ja. Haben die mal wieder einen Riff geklaut. Anscheinend ist irgendwie so ein Running Gag oder so. Auf dem ersten Album hatten die nämlich von Bloodhound Gang, wie ist da nochmal die Bassline von Antus, Antus, Antus. Und dann kommt din, 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 din. All you need is Antus, Antus, Antus. Und genau dieses haben die da im Refrain dauernd benutzt. Ach krass. Und hier bei 2000 Sprite haben sie das Solo von Tag mit Schutzumschlag von Bela B genommen. Ach was. Ich habe es gehört und dann kam. Und dann habe ich so gedacht, hä, das kenne ich irgendwo. Und die ganze Zeit habe ich überlegt und irgendwie vor ein paar Tagen ist mir endlich eingefallen, das ist Tag mit Schutzumschlag. Habe ich so extra nochmal gehört. Mhm. Ob die jetzt Stress kriegen? Nee, glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht, aber... Ich versuche mich gerade mal in die Situation von Bela B hineinzuversetzen. Stell dir mal vor, du hörst ein anderes, also du hörst ein Album, keine Ahnung, dann halt von Kraftklub, und du merkst, oh scheiße, die haben mein Solo geklaut. Ja, aber ich denke mal, die machen das eher als Hommage oder so. Also. Ja, klar. Also nicht so, hoffentlich merkt das keiner. Nee, klar. Aber die machen das wahrscheinlich so als Würdigung. Ja, genau. Weil sie es so geil finden. Ja. Muss das auf das eigene Werk drauf. Ja. Dann gibt es hier noch für immer allein. Das finde ich ganz witzig. Ja. Das ist auch vom Text auch so lustig, ne? Ja. Die sozusagen die Vorteile davon, wenn man. Ja, genau. Und dass man sich irgendwie selbst belügt, ne? Ja, genau. Also wie er dann. Also wenn man sich getrennt hat, sollte man noch dazu sagen. Ja, ist auch gut. So, und dann, das fand ich nicht so geil, mein Rad. Wo er irgendwie davon singt, dass sein Rad geklaut wurde. Du mein Rad. Was irgendwie auch so halb eine Metapher ist, irgendwie für seine Ex-Freundin oder so ein bisschen. Aber auf jeden Fall, keine Ahnung, das fand ich auch voll einfallslos. Der Refrain ist irgendwie, mein Rad ist weg, mein Rad ist nicht mehr hier, mein Rad ist nicht mehr da, es ist bei dir. Ja. Das war der schlechte Titel irgendwie. Ja, das ist echt schlecht. Also das Thema fand ich eigentlich lustig, so darüber mal ein Lied zu schreiben, aber das fand ich nicht so gut. Vorm Proberaum, hast du das auch angehört? Mhm. Das fand ich ziemlich lustig. Jungs, ihr seid der Bringer, oder keine Ahnung, was sagt ihr da nochmal? Ja, er sagt, dass sie mal versuchen sollen, irgendwie hier bekannt zu werden. Ja, genau. Werdet ihr bestimmt noch Geld mit verdienen. Und so. 10.000? Habt ihr schon mal hingekriegt? Ja. 10.000? Ja. 5.000? Oh Mann, ey.
Und dann am Ende gibt er doch noch Tipps, irgendwie so im Hintergrund so ein Banjo oder irgendwie sowas, oder was er da sagt. Ja, irgendwie heimlich mitgeschnitten oder so. Ich frage mich, ob das gestellt ist oder. Glaube ich irgendwie nicht. Glaube ich auch nicht. Dazu sind die zu real. Ja, dann haben wir noch Blau, das finde ich auch ganz cool. Immer wenn ich blau bin, denke ich zurück und rufe die anderen, ne? Weißt du? So, ja. Wenn man betrunken ist, irgendeine Ex-Freundin anrufen oder so. Ja, ja. Ja, und dann gibt's noch Hand in Hand, was die erste Single war. Mit Casper? Nee. Hand in Hand ist dieses Hand in Hand, Farbbomben platzen an der Fensterwand oder so. Wo es so irgendwie er demonstriert, aber weiß gar nicht wogegen oder irgendwie sowas. Ja, ich hab's leider gerade nicht in Erinnerung. Das ist aber ziemlich cool. Das war ja die erste Single und die haben dann eine ziemlich coole Promo-Aktion. Und haben das nämlich unter einem anderen Namen rausgebracht. Also haben die Band In Schwarz genannt. Da wusste man noch nicht, dass das Album In Schwarz heißt. Mhm. Und haben das auf einem YouTube-Channel von einer ganz anderen Plattenfirma hochgeladen. Also mit haben das natürlich mit denen zusammengearbeitet. Audio Lead. Der Bassist hat dann gesungen. Der halt normalerweise nicht, damit man den nicht sofort erkennt. Und haben halt gesagt, das ist eine neue Band namens In Schwarz mit dem Lied Hand in Hand. Und im Video sieht man die auch nicht. Und es hat trotzdem mega bekannt geworden. Krass. Und dann irgendwie am Ende haben sie es bei Zirkus Halligalli dann aufgedeckt. Genau, aufgedeckt, ja. Ach, da haben die, jetzt kommt die Band In Schwarz und so, und dann haben die irgendwann die Masken abgenommen, aber das Kraftklick. Ach, krass. Das war voll cool. Also, witzig, ja. War die lustige Idee. Ja, ansonsten, genau, jetzt kommt Meine Stadt ist zu laut, wo du schon darüber redest. Das fand ich auch ziemlich cool. Das war nämlich auch mit einem Banjo oder irgendwie sowas. Meine Stadt ist zu laut. Na. Und das hat auch einen coolen Hintergrund, weil die kommen ja aus Chemnitz irgendwie. Mhm. Und da haben die, wollten die irgendwie so ein Viertel, der so total runtergekommen ist und fast alles leer steht, wollten die halt so wiederbeleben und da ein paar Clubs aufmachen und sowas. Und haben auch einen Club da irgendwie aufgemacht. Und dann hat irgendein reicher Typ, dem da irgendwie das Viertel irgendwie gehörte, da irgendwie gegen geklagt, weil denen das zu laut war. Und da mussten die das halt einstellen, ihr Projekt da. Und das ist halt das Lied darüber. Das finde ich eigentlich cool. Ja, die restlichen Lieder gehen so. Schöner Tag mit Casper war mir irgendwie viel zu anstrengend. Wie fandst du das? Ja, es war auch so mit einer fetten, verzerrten Gitarre. Ja, aber das war das heftigste Lied so. Das war mir irgendwie ein bisschen zu heftig. Oder fandst du das gerade gut? Ich hab's leider gerade nicht im Kopf, ey. Sorry. Aber man hört auch Casper gar nicht im Refrain, ne? Nur nee, der ist nur ganz am Ende, ja. Eine Strophe rappt da und fertig, ja. Ne? Ja. Ja, die sind ja irgendwie befreundet. Auf dem letzten Casper-Album gab's auch ein Lied mit Kraftklub. Das war aber cooler. ja, geht so. Dann gibt's noch Deine Gang. Das fand ich auch nicht so geil. Nee, ich auch nicht. Das wäre irgendwie, weiß ich auch nicht. Und dann, ja, das ist ja übrigens die Special-Version irgendwie, der 1 Euro mehr gekostet. Dafür waren da noch 3 Bonuslieder drauf, die letzten 3. Oha. Weit weg, Gestern Nacht und Irgendeine Nummer. Ja, die waren eigentlich auch ganz cool, aber habe ich jetzt nichts Besonderes zu sagen. Auf jeden Fall ein schlicht gehaltenes Albumcover, ne? Ja. Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass es das schon mal gab, nur in Rot. Ja. Das nächste Album heißt das in Gelb. Ja, wahrscheinlich, ne? Und dann hat man Ara irgendwie so eine. Die Farbpalette ist dann quasi best of. Ach, wusstest du übrigens, dass der Bassist und der Sänger Geschwister sind? Ja, wusste ich. Habe ich noch bei Wikipedia. Darum sagt er auch, und vom Bassisten der Band nicht die Geschwister zu kennen. Ja, ja, so ein richtiger Fan. Ach ja, das ist noch mein Lieblingslied eigentlich, unsere Fans. Unsere Fans? Ja. Ja, ist ganz witzig irgendwie, ne? Nee. Vor allem auch mal dieses Ja, ja. So ein richtiger Fan. Ja, das war's dann wohl, ne, mit dem angehört. Kraftklub. Ist auch so eine Band eigentlich, die sich nicht so ernst nimmt. Ja, stimmt. Da mal wieder, ne? Stimmt. Sind beides Bands heute gewesen, die sich nicht ernst nehmen. Das war schön. Und die 2 Alben, die gerade neu rausgekommen sind. Ja. Ja, diesen Monat, also Oktober, ist ja irgendwie so ein Albenmonat. Ist das so? Mhm. Fanny van Dunn kommt am Freitag raus. Fahrt also in Urlaub.
Ja, genau. Ach, krass. Ja, aber morgen ist ja Feiertag. Ja. Das ist voll sinnlos. und dann irgendwann am 17. kommt Farin Urlaub. Ja, Mann. Und am 31. kommt Damien Rice, was dich jetzt zwar nicht so interessiert, aber mich. Auf jeden Fall will ich zu diesen Alben auch gerne ein Angehört machen. Wir können ja dann Fanny van Dunn und Farin Urlaub in einem machen oder so. Ja, auf jeden Fall. Das ist eine gute Idee. Also irgendwann nach dem 17. gibt es ein neues Angehört. Da könnt ihr euch schon mal ganz doll drauf freuen. Ja, das bin super. Ja. Bis zum nächsten Mal. Jetzt hört Vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr überhaupt so lange zugehört habt. Schreibt mal bitte in die Kommentare irgendwas, einen Daumen geben oder irgendwas. Mhm. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann schreibt Regenjacken. Sehr gut. Sehr gut. Das hast du dir fabelhaft ausgedacht. Okay, bis dann. Tschüss. Und tschüss.